Schönen guten Morgen auch von mir nochmal an euch alle. Es ist schön, mit euch zusammen zu sein und zusammen Gott anzubeten. Wir freuen uns auch drauf, wieder mehr Gemeinschaft zu haben. Wir werden wahrscheinlich auch schon bald irgendwann wieder das Café öffnen können. Wahrscheinlich nur begrenzt, aber zumindest so für einige ganz besondere Gäste. Das ist doch das Wunderbare, dass Gott uns ganz besonders liebt. Jeden einzelnen von uns hat er erwählt. Wir sind Erwählte, Auserwählte. Für Gott sind wir VIPs, very important persons. So important, dass der Vater seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, für jeden einzelnen von uns. So besonders sind wir in seinen Augen. Das haben wir nicht verdient, das ist Gnade. Von uns aus sind wir nicht sehr besonders, sondern wir sind besonders dreckig. Aber er hat uns rein gemacht. Er hat uns sauber gemacht. Er hat uns schön gemacht. Er hat uns aus dem Staub emporgehoben, dass wir unter den Edlen seines Volkes, unter den VIPs, unter den very important persons seines Reiches sitzen. Ja, das ist hier die VIP-Lounge, genau. Ja, ist so. Wir sind mit dem König der Könige hier zusammen. Wir sind die privilegierte, auserwählte Schar der Kinder Gottes, die mit dem König der Könige, mit dem Gott des Universums, der alles geschaffen hat, der allem Leben gegeben hat, mit dem dürfen wir hier heute Gemeinschaft haben. Vergiss alle anderen VIP-Lounges. Das ist hier die VIP-Lounge der VIP-Lounges. Weil wir es mit dem König der Könige zu tun haben. Und der Zugang, den musst du dir irgendwie nicht kannst du dir nicht irgendwie durch Bestechung oder. Nee. Das ist einfach nur, weil wir Zugang durch Jesus Christus haben. Das ist alles Vitamin B. Hast du die Beziehung zu Jesus oder hast du sie nicht? Und das Wunderbare ist, dass Jesus jedem diese Beziehung anbietet. Du kannst dabei sein. Okay, wir gehen in die Sprüche, Kapitel 22. Wir sind Kinder unseres Vaters im Himmel. Und das Buch der Sprüche, das ist ja immer wieder ein Wort vom Vater zu den Kindern. Und ab Vers 17, Kapitel 22, fängt ein neuer Abschnitt an. Das sieht man in den meisten Übersetzungen nicht unbedingt so. Wir haben eigentlich seit Kapitel 10 immer ein Vers mit zwei Halbversen, die ein bestimmtes Thema angesprochen haben in Form eines kurzen Spruches. Dann kommt der nächste Spruch, teilweise ein ganz anderes Thema. Wieder der nächste Spruch, wieder ganz anderes Thema. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo mehrere Verse meistens ein Thema bilden. Und darüber hinaus ist es interessant, dass es für diese Verse 22, Vers 17 bis 23, 11 eine Parallele gibt in der Literatur der Zeit damals in Ägypten. Es gab auch in Ägypten solche Weisheitsbücher mit Sprüchen,
mit kurz gefassten Lehren über das, was gut ist, was richtig ist, was sinnvoll ist, was hilfreich ist. Und diese Weisheitsbücher, die hatten einen besonderen Platz in der Ausbildung der Schreiber. Nicht jeder konnte damals lesen und schreiben. Dieses Privileg, was wir haben in unserer Gesellschaft, dass wir alle Kinder, soweit es geht, soweit es möglich ist, aber es wird versucht, ne, so weit wie möglich alle Kinder dahin zu führen, dahin zu bringen, dass sie schreiben und lesen können. Lesen und schreiben, so rum. Na, ist ja auch egal. Beides. Ne? Und das war aber in Ägypten auch schon so. Da hat es nicht, war es nicht für alle da, aber für einige gab es diese Ausbildung im Schreiben und im Lesen. Und es gab es dann auch in Israel. Und diese Ausbildung umfasste ja auch das ganz normale Schreibtraining. Ne? Also du musst ja irgendwelche Texte schreiben. Und da haben sich diese Weisheitstexte irgendwie etabliert, dass man eben diese Schreibschüler, dass man ihnen überschaubare kurze Abschnitte gegeben hat, die sie lernen konnten, hören, lesen, schreiben. Und gleichzeitig haben sie damit auch gute Inhalte aufgenommen. Also, und das ist heute genauso wichtig wie damals. Jeder, der irgendwie in der Pädagogik tätig ist, Lehrer ist oder ja auch Eltern, wenn ihr so ein bisschen offen dafür seid und das mitkriegt, da wird viel darüber diskutiert. Ich sag mal, die Spitze des Eisberges ist die Frage, ob die Bücher von Astrid Lindgren nicht umgeschrieben werden müssen, weil da ja das Wort Negerkönig vorkommt. Na? Wie man auch immer zu dieser Thematik steht, ich will da jetzt gar nicht drüber diskutieren, aber es ist Ausdruck unserer Zeit. Wir wollen radikal sein darin, dass wir andere Menschen und besonders Minderheiten nicht diskriminieren. War durchaus ein gutes Anliegen. Und deswegen ist es uns auch wichtig, was unsere Kinder lesen und schreiben, weil das prägt ihr Denken. Guck mal, wenn wir das begriffen haben, und das haben die Menschen überall, die wissen das, dann ist es doch auch wichtig, und in dem Zusammenhang stehen ja auch die Sprüche, was gebe ich meinen Kindern, damit sie lesen und schreiben lernen? Sind es gute Dinge, die sie dabei in sich aufnehmen, gute Inhalte, die ihr Leben in die richtige Richtung prägen? Oder sind es Inhalte, die ja das eigentlich verstärken in ihnen, was sowieso schon angelegt ist, die Sünde? Werden sie inspiriert zu guten Taten? Werden sie gewarnt vor bösen Wegen? Oder ist es andersrum? Und da müssen wir uns selber, jeder für uns selber fragen. Na? Und ja, wir geben unsere Kinder dann in die Schule. Dort lernen sie dann ganz systematisch lesen und schreiben. Aber was lesen und schreiben sie dort? Und können wir ihnen vielleicht etwas an die Hand geben, etwas geben, wodurch sie auch gute Inhalte in sich aufnehmen? Was geben wir unseren Kindern zu lesen? Hier, dieser Abschnitt, da hat Salomo tatsächlich auch etwas aus seiner Zeit übernommen. Etwas, was aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Religion stammt. Das heißt nicht, dass die Ratschläge immer falsch sind. Es gibt durchaus Menschen, die mit dem christlichen Gott nicht viel am Hut haben, die dennoch ganz kluge Ratschläge ihren Kindern weitergeben. Sei es dadurch, dass wir in einer christlich geprägten Kultur leben, sei es aber auch, dass bestimmte Werte, bestimmte, wie man als Menschen zusammenlebt,
Das findest du auch in anderen Religionen, in anderen kulturellen Kontexten. Durchaus gute und sinnvolle Anweisungen. Aber das Interessante ist, dass Salomo diesen Text verarbeitet. Er übernimmt ihn nicht einfach so, sondern er verändert ihn dahingehend, dass dieser Text dem Geist Gottes entspricht. Und da lesen wir ab Vers 17 in Sprüche 22. Es fängt an mit so einer Einleitung wieder, um die Aufmerksamkeit des Schülers auf sich zu lenken, die Aufmerksamkeit des Kindes, dessen, der lernt. Und so will Gott auch immer wieder unsere Aufmerksamkeit haben. Er spricht uns an. Er sagt, neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Na, das fängt mit dem Ohr an. Wenn wir nicht hören, wenn wir verstopfte Ohren haben, wenn das Wort keinen Eingang hat in uns, dann kann es auch nichts bewirken. Also die Ohren müssen offen sein. Wir müssen hören. Aber Hören besteht ja mehr als im akustischen Wahrnehmen, sondern wir brauchen auch Aufmerksamkeit. Wenn du hier zum Gottesdienst kommst, du willst eigentlich das Wort Gottes hören, bist aber so müde, weil du irgendwie den ganzen Abend lang und die ganze Nacht über gefeiert hast, dass du nichts aufnehmen kannst, ja, dann ist zwar dein Ohr offen, aber dein Gehirn nimmt nichts auf. Neige dein Ohr. Wenn du das Wort Gottes hören, wenn du es liest, wenn du eine Predigt hörst, wenn du gute Lehre aufnehmen willst, mach dich selbst bereit dafür. Das ist deine Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe. Wir sagen immer, in der Pädagogik ist ja auch immer, der Lehrer muss die Schüler motivieren. Und vielfach haben wir diese Haltung, diese Konsumentenhaltung. Ja, du willst mir doch was beibringen. Du musst mich motivieren. Nein, andersrum wird ein Schuh draus. Wir haben das Vorrecht, etwas Gutes zu lernen, also sollten wir uns bereit machen, das auch aufmerksam zu empfangen. Neige dein Ohr und höre die Worte von Weisen und richte dein Herz auf meine Erkenntnis. Und das ist hier der längste Weg, sagen manche, ist der Weg vom Kopf zum Herzen. Also das heißt, eine Sache nicht nur zu verstehen, okay, was der sagt, das habe ich jetzt verstanden, sondern zu Herzen nehmen. Das heißt, in mein Leben zu integrieren als etwas Wichtiges, Wertvolles für mein Leben. Und das ist es. Gott hat sein Wort gesandt, nicht damit wir das irgendwie wissen, sondern dass es in unserem Herzen ist. Dass es unser Leben prägt und bestimmt. Also sein Herz dafür öffnen heißt, ja Gott, diese Worte, die sind wichtig, die sind wertvoll, sie sollen mir wichtig und wertvoll sein, weil sie die Worte des ewigen Gottes sind, weil sie Worte voller Weisheit sind. Denn lieblich ist es, wenn du sie in deinem Innern bewahrst. Und das ist jetzt noch eine dritte Ebene. Hören, verstandesmäßig aufnehmen, dann in sein Herz sich berühren lassen, sich bewegen lassen, sich etwas sagen lassen. Sich treffen lassen im Herzen vom Wort Gottes, aber dann es nicht dabei belassen. Ich bin angerührt, ich bin bewegt vom Wort Gottes. Ich höre eine Predigt, ich lese das Wort und es berührt mich, es bewegt mich, aber dann stehe ich auf und habe es wieder vergessen. Von Maria wird das berichtet. Zu ihr, als sie gerade ein Kind geboren hat, in einer fremden Stadt, in einer etwas unwirtlichen Umgebung, da sind plötzlich so komische Typen aufgetaucht, die irgendwie eine ganz krasse Story erzählt haben, von wegen, wir haben Engel gesehen und die haben zu uns gesprochen, dass dieses Kind,
der Retter, der Messias, der König Israels ist, den Gott so lange, viele Jahrhunderte lang versprochen hat. Maria hat da gesagt, ja. Und dann hat sie es gehört und dann steht da drin, sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Was heißt das? Sie hat sich immer wieder daran erinnert. Sie hat immer wieder darüber nachgedacht. Sie hat sich diese Worte in Erinnerung gerufen, die sie gehört hat, dass sie sie nicht vergisst. Und ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum wir sie in der Bibel finden. Gottes Geist hat Maria angeregt dazu, diese Worte zu behalten. Und sie hat vielleicht später, als Lukas alles gesammelt hat, hat sie ihm diese Geschichte erzählt, weil sie sie in ihrem Herzen bewahrt hat, diese Worte. Und noch mehr, hier steht, sie mögen sich alle miteinander auf deinen Lippen bereithalten. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Also das, was dir wichtig ist, wovon du begeistert bist, was dich wirklich, wow, davon redest du die ganze Zeit. Und gleichzeitig ist es so, wovon du redest, daran erinnerst du dich auch. Du kannst dir selber Dinge im Gedächtnis besser behalten, wenn du sie aussprichst, wenn du darüber redest. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute. Gerade dich, was für ein wunderbarer Vers. Den hat Salomo nicht aus der ägyptischen Vorlage übernommen, sondern den hat Gottes Geist ihm hier eingegeben, weil es geht nämlich nicht um irgendwelche anderen Götter, sondern es geht um den Herrn, es geht um Jahwe, den Gott Jakobs, Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott Israels. Es geht um den Gott, der alles geschaffen hat, den einen Gott. Und das ist jetzt das Ziel aller Unterweisung, aller Predigt, ist Glaube, Vertrauen in Gott. Damit dein Vertrauen auf den Herrn steht, belehre ich dich heute. Das ist das Ziel dieser Lehre, dieser Unterweisung. Du kannst dem Herrn vertrauen. Du sollst dem Herrn vertrauen. Du darfst ihm vertrauen. Wisst ihr, das ist das, worum es in diesem Buch überhaupt geht. Gott offenbart sich. Er zeigt uns, wie er ist. Warum zeigt er uns das? Damit wir ihm vertrauen. Er zeigt uns, wie stark und mächtig er ist, dass er der Schöpfer von allem ist, dass er alles Leben geschaffen hat und alles Leben erhält, dass du lebst, dass du denkst, dass du atmest, dass du da bist. Gottes Wort zeigt uns, das ist wegen ihm. Deswegen kannst du ihm vertrauen, weil er der Ursprung deines Lebens ist. Du kannst ihm vertrauen, weil er so stark und so mächtig ist und weil er dein Leben geschaffen hat. Du kannst ihm vertrauen, weil das größte Unglück, was in deinem Leben bevorsteht, was dich treffen kann, ist der Tod. Aber Gott hat den Tod überwunden. Er hat seinen Sohn gesandt, dass er unseren Tod stirbt. Aber er ist auferstanden von den Toten. Und wenn du ihm glaubst, wirst du auch auferstehen. Du hast Leben. Was für ein wunderbarer Grund, ihm zu vertrauen. Du kannst ihm vertrauen, weil er dein Retter ist, dein Erlöser. Er hat auch alle deine Fehler, all dein Versagen, all deine Schuld, all das, wo du nicht fähig warst, wo du versagt hast. Er hat es auf sich genommen und hat gesagt, ich vergebe dir. Deine Sünden sind dir vergeben. Er hat dich angenommen, obwohl du im Unglauben gelebt hast und einfach für dich gelebt hast, du dein eigener Gott warst oder dir andere Götter gemacht hast. Er hat sich aufgemacht, hat deine Sünde getragen, hat für dich gelitten, ist für dich in den Tod gegangen, hat sein Blut für dich vergossen und sagt, komm doch her, werd doch wieder mein Kind, wozu ich dich eigentlich geschaffen habe. Wisst ihr, all das hat uns Gott in Jesus auf
höchste und besondere Art und Weise gezeigt. Er hat uns sich selbst offenbart. Wenn du mich gesehen hast, sagt Jesus, hast du den Vater gesehen. Und das hat er alles getan. Und dieses Wort hat er uns gegeben, damit wir ihm vertrauen. Damit wir ihm glauben und ihm folgen im Vertrauen. Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht. Wisst ihr, nicht auf irgendetwas Unsicheres, sondern auf das, worauf du wirklich vertrauen kannst. Deswegen gibt Gott uns hier sein Wort. Deswegen lehrt und unterweist er uns. Und so sollen wir auch lehren. So sollen wir auch Lehre weitergeben. Das, was wir weitergeben, soll Glauben wirken in denen, die hören, in denen, die wir lehren. Unsere eigenen Kinder, die Kinder in der Gemeinde, die Kleinen, die Jungen, die vielleicht auch jung im Glauben sind. Lass uns dafür mal Römer 10 aufschlagen. Römer 10, Vers 11. In Römer 10, Vers 11 schreibt Paulus, die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also das ist eine große, große Verheißung. Wenn du dein Vertrauen auf Gott setzt, wirst du nicht enttäuscht werden. Er ist derjenige, der uns rettet. Hier steht es auch. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude. Denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Er ist ein Retter. Ein Retter aus aller Not. Das verstehen auch die allermeisten Menschen, die sagen, ja okay, jetzt hilft nur noch beten. Ne? Also wenn sie in der größten Not sind und keinen Ausweg mehr sehen, dann fangen Menschen an zu beten, selbst Leute, die nicht an Gott glauben. Ja, wenn es dich da oben gibt, dann hilf mir jetzt hier raus. So, ne? Das haben die Leute verstanden. Ja, und Gott ist sich nicht zu schade, ein Nothelfer zu sein für alle Menschen. Egal, ob sie an ihn glauben oder nicht. Und er hat so viele Menschen, er rettet uns tagtäglich aus Nöten, aus Ängsten, aus Sorgen, aus Problemen, aus Krankheit. Wisst ihr, er macht Leute gesund, ob sie ihn darum bitten oder nicht. Er gibt ihnen das Leben, er erhält ihnen das Leben, ob sie ihn bitten und ihm danken dafür oder nicht. Gott ist gut. Aber die, die es begriffen haben, denen ist er in besonderer Weise ein Retter. Denen offenbart er sich als der Retter in der Not. Ja, und er rettet, er hilft denen, die krank sind und macht sie gesund. Er tröstet die, die traurig sind. Er richtet sie auf. Er nimmt denen, die in Sorge und Angst sind, ihre Sorge und ihre Ängste. Er hilft denen, die in finanzielle Notlagen geraten sind, hilft ihnen heraus. Er ist ein Retter, sowohl für unser ewiges Sein, für unser ewiges Leben, für unsere ewige Gemeinschaft mit ihm, aber auch in den ganz kleinen alltäglichen Nöten, durch die wir hindurchgehen. Er ist unser Retter und reich für alle, die ihn anrufen, die ihm zu Hilfe rufen. Und er ist reich darin, Menschen aus der Not herauszuhelfen oder aber ihnen Kraft zu geben, durch die Not hindurchzugehen, Leiden zu ertragen. Ja, selbst in den Tod hineinzugehen, ohne Angst. Einfach in der Gewissheit, Gott liebt mich. So wie wir vorhin gesungen haben. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist das, was Gott jedem Menschen schenken will durch Jesus Christus. Dann sagt Paulus, aber wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wisst ihr, du, normalerweise rufst du nur den Gott an, den du kennst. Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Du kannst nicht einen Gott anrufen, den du gar nicht kennst, von dem du nie gehört hast.
Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger, ohne einen, der ihnen diesen Gott verkündet, von ihm erzählt? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium, der guten Botschaft, gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Also, ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. So, jetzt ist es so, wir sind zum Glauben gekommen durch ein Wort, das zu uns gekommen ist. Wir haben von diesem Gott gehört. Wir haben diesen Gott kennengelernt durch das, was uns gelehrt wurde. Jetzt sagt Gott zu uns, jetzt sende ich dich. Na, Jesus sagt es, der auferstandene Jesus sagt es zu den Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind Gesandte Gottes. Wir haben das Wort empfangen und wir dürfen es auch immer wieder empfangen, um uns zu stärken in unserem Glauben, in unserem Vertrauen. Denn auch wir als gläubige Kinder Gottes, als geliebte Kinder Gottes, wir geraten ja auch immer wieder in Zweifel, in Ängste, in Sorgen, in Nöte. Deswegen brauchen auch wir das Wort Gottes, auch wir brauchen die Predigt, die uns aufrichtet, die uns stärkt. Und wenn du Zweifel hast, weißt du, was du brauchst? Das Wort Gottes. Du brauchst eine Predigt. Und deswegen müssen wir auch diesen Dienst aneinander tun, als Geschwister untereinander, einander das Wort sagen, einander ermutigen zum Glauben hin. Das sollte Zentrum unseres Redens zueinander sein, einander im Vertrauen auf Gott zu stärken. Und das tun wir durch das Wort, was wir empfangen haben. Durch das Wort Christi, durch das Evangelium. Aber wir sollten es auch in Bezug auf unsere Kinder tun, Geschwister. Wie sollen unsere Kinder Männer und Frauen des Glaubens werden, wenn sie keiner lehrt? In der Schule wird das nicht gemacht. Das kannst du vergessen. Und in der Gemeinde, ja, da haben wir einmal in der Woche vielleicht Kindergottesdienst mit begrenzter Teilnehmerzahl, das kannst du auch vergessen. Wir müssen selber als Eltern unseren Kindern zum Glauben hin ermutigen. Und das tun wir, indem wir Zeugnis geben, indem wir das, was wir von Gott empfangen, weitergeben, indem wir das Wort Gottes teilen, indem wir unseren Kindern erzählen, wie Gott ist. Und indem wir das authentisch tun, weil wir das selber glauben. Weil wir das selber erfahren, weil wir ihm selber nachfolgen. Und so wird ein Schuh draus. Die Kinder lernen und empfangen das Wort und werden angeregt dazu, selber ihr Vertrauen auf Gott zu richten. Selber anzufangen zu beten und Gott zu vertrauen in ihrem Leben. Bis hin zu den großen Dingen, dass sie ihr Leben in Gottes Hand legen. Selber ein Kind Gottes werden, aus eigenem Antrieb Ja sagen zu der Liebe Gottes, die ihnen angeboten wird. Nicht jeder glaubt der Verkündigung. Lass dich davon nicht entmutigen. Jesus hat auch gesagt, es gibt dieses vierfache Feld. Ne? Streu den Samen aus. Es wird nicht jeder glauben. Aber dafür wird das Evangelium ausgestreut, dass diejenigen, die ihre Ohren öffnen und ihr Herz dafür öffnen, dass sie getroffen werden und diesen Segen der Liebe Gottes empfangen und ihr Vertrauen auf Gott setzen. Wir gehen zurück zu Sprüche 22. Oh, schon so spät, krass. Vers 22, beraube nicht den Geringen, weil er gering ist und zertritt nicht den Elenden im Tor, denn der Herr führt ihren Rechtsstreit und raubt ihren Räubern das Leben. Dazu passt auch das Ende, Sprüche 23, Vers 10,
Verrücke nicht die uralte Grenze und in die Felder der Weisen dringe nicht ein, denn ihr Erlöser ist stark. Er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Gott identifiziert sich mit den Schwachen, mit den Armen, die keine Hilfe haben. Er ist ein gerechter Richter über alle Ungerechtigkeit in dieser Welt. Deswegen sagt Gott uns hier, du sollst dich nicht auf dem Rücken der Schwachen bereichern. Das ist eine starke Warnung. Der Gott des Universums ist auf der Seite derer, die schwach sind, die sich nicht wehren können gegen die Starken. Und er wird ein Richter sein über die Starken, die sich bereichern, die mit ihren Ellbogen andere zur Seite stoßen. Ja, und so finster, wie wir sind, ne? Wir berauben den Geringen, weil er gering ist. Ja. Da liegt einer am Boden und wir treten noch drauf. Wie finster ist das? Das ist nicht Gottes Herz. Zertritt nicht den Elenden im Tor, vor Gericht. Ne? Heute ist es immer noch so. Obwohl wir so ein gutes Rechtssystem haben, wenn du das entsprechende Geld hast, kannst du dir die Berater und Anwälte leisten, um dann im Rechtsstreit den Sieg davon zu tragen, obwohl du eigentlich im Unrecht bist. Denn der andere hat nicht die Kröten und kann sich diese Superanwälte nicht leisten und hat selbst keine Ahnung, welche Rechte er eigentlich hat. Und dann wird am Ende Recht gesprochen, aber es geschieht keine Gerechtigkeit. Auch darüber ist Gott Richter. Vers 24, lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht, damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Hier geht es darum, um Gemeinschaft mit Menschen, die nicht dem Wort Gottes gehorsam sind. Wenn hier von dem Zornigen die Rede ist, dann ist ein Mensch gemeint, der vom Charakter her jähzornig ist. Ein Mensch, der sofort ausbricht, wenn irgendwie Druck entsteht, wenn Probleme entstehen. Er wird laut. Wenn Stress entsteht, er wird laut, er bricht aus, er wird gewalttätig, aggressiv. Und es geht um einen Menschen, der sich darin nicht von Gott verändern lassen will. Es geht da um einen Menschen, der so ist und für den es auch okay ist, dass er so ist. Ich bin halt extrovertiert. So bin ich halt. Du musst mit mir klarkommen. Lass dich nicht ein, Gemeinschaft mit einem solchen Menschen zu haben. Wisst ihr, Jesus hat ja mit den Sündern zusammengesessen und gegessen. Und da waren auch Jähzornige drunter. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen als ein Arzt für die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und als ein besonderes Zeichen hat er zum Beispiel die Aussätzigen, die diese schlimmen Hautkrankheiten hatten, er hat sie angefasst. Obwohl das Wort Gottes sagt, wenn du so einen anfasst, dann bist du selber unrein. Aber er hatte die Kraft, mit seiner Reinheit diese Unreinen zu reinigen. Er hatte die Kraft, sich mit den Sündern zusammen hinzusetzen und sich nicht anstecken zu lassen von diesem Jähzorn, sondern im Gegenteil, er hat die Menschen mit seiner Friedfertigkeit angesteckt. Und die Warnung hier, die gilt uns. Wenn du in Gemeinschaft mit solchen Menschen bist und du von diesen Menschen angesteckt wirst, dass du den Jähzorn nicht mehr als eine Sünde siehst, sondern als etwas Normales, dann stimmt da was nicht. Halt dich fern von solchen Menschen. Wenn du einen guten Einfluss hast auf einen Jähzornigen und ihn dazu führst, dass er umkehrt von seinem Jähzorn und sich anstecken lässt, inspirieren lässt von deiner Friedfertigkeit, ist gut. Aber lass dich nicht auf ihn ein, in dem Sinne, dass du eine Gemeinschaft mit ihm hast und am Ende von ihm selbst beeinflusst wirst. Vers 26, sei nicht unter denen, die Handschlag geben, unter denen, die für ein Darlehen bürgen,
Wenn du dann nichts hast, um zu bezahlen, warum soll man dein Bett unter dir wegnehmen? Das ganze Thema Bürgschaft leisten kommt häufiger vor in den Sprüchen, hatten wir auch schon öfter, gehen wir weiter. Verrücke nicht die uralten Grenzen, die deine Väter gemacht haben. Das hatten wir eben auch schon, die Grenzen verändern. Woher kommen denn die Kriege? Weil ein Land sagt, nee, dieses Gebiet gehört doch mir. Nein, es gehört uns. Jemand versucht, seinen Machtbereich auszudehnen. Und hier geht es, wie gesagt, auch immer um den Zusammenhang damit, dass die Schwachen die Opfer sind. Ihnen werden Teile des Landes weggenommen. Das will Gott nicht. Tu das nicht. Bleib in den Grenzen, die Gott dir gegeben hat. Wisst ihr, Gott kann unser Gebiet erweitern. Ja, er kann unsere Grenzen erweitern. Aber lass es Gott dir schenken. Aber nimm dir nicht, sondern akzeptiere die Grenzen, die Gott dir gegeben hat. Und wir haben alle unsere Grenzen. Und Gott setzt uns auch Grenzen. Und das sind auch die uralten Grenzen, die unsere Väter uns übermittelt haben. Sein Wort, seine Ordnungen. Lass uns darin wandeln, in den Grenzen. Siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft? Vor Könige wird er hintreten. Er wird nicht vor Niedrigen hintreten. Wisst ihr, das spricht davon, dass jemand, der gut arbeitet, seine Arbeit gut macht, dass er Erfolg hat. Wisst ihr, nicht derjenige, der groß rumprotzt, sondern der seine Arbeit gut macht. Es ist etwas Gutes, seine Arbeit gut zu machen. Und der wird am Ende auch Erfolg haben. Wisst ihr, es wird in der heutigen Welt so stark Wert darauf gelegt, dass du eine gute Show machst, dass du einen guten Eindruck machst. Da gibt es so viele Seminare drüber, dass du ein ordentliches Standing hast, ne? Und dass du, ne, dadurch wirst du dann erfolgreich und machst dann Karriere. Gottes Wort sagt, hey, lass das mal. Lass diesen ganzen Quatsch. Konzentriere dich lieber darauf, dass du deine Arbeit gut lernst und gut machst. Und dann wirst du am Ende damit auch Erfolg haben. Dazu passt auch Vers 4. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. In Kapitel 23. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen. Da verzichte auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel. Ich muss an Wirecard denken, ne? Was für ein betrügerisches System. Was sind das für Menschen, die wie eine super Show abliefern und dadurch auch die Mächtigen beeindrucken und am Ende bricht alles in sich zusammen. Furchtbar. Gottes Wort sagt uns, bleib ruhig, bleib auf dem Boden, bleib auf dem Teppich. Konzentriere dich auf Gott. Folge ihm nach. Gott gibt dir alles. Der Welt von dem Geist der Zeit. Kapitel 23, Vers 1. Wenn du dich hinsetzt, um mit einem Herrscher zu speisen, so achte ja auf das, was du vor dir hast. Und setze ein Messer an deine Kehle, wenn du heißhungrig bist. Sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn das ist eine trügerische Speise. Hier geht es darum, dass du von deinem Chef zum Essen eingeladen wirst. Ein großes Buffet ist bereitet. Warum macht der Chef das? Der hat irgendwas vor. Na? Und anstatt dich von deinen Gelüsten dann leiten zu lassen, so ein Buffet habe ich noch nie gesehen. Ne? Und ja, das will ich alles probieren. Ne? Und du wirst gefügig gemacht. Ja? Gottes Wort sagt, sei weise, lass dich nicht um den Finger wickeln. Sei wachsam. Und lass dich nicht von deinen Begierden treiben. Schon gar nicht, wenn du so vorgeführt wirst. Denkt an Daniel und seine Freunde, die vom Tisch des Königs essen durften. Sie haben gesagt, nein, wir wollen uns enthalten. Wir wollen enthaltsam sein und enthaltsam bleiben, damit wir nicht verführt werden in den Götzendienst hinein, sondern dass wir
unserem Gott treu bleiben. Mittendrin in der Welt, wo sie standen. Also für alle, die in diese Bereiche das vielleicht mal kennenlernen, nehmt euch das zu Herzen. Und wenn du wirklich so ein Mensch bist, der solch einen Trieb in sich hat und dieses leckere Essen, dann nimm ein Messer an deine Kehle. Nein, Jörg, lass die Finger davon. Wieder ein Festmahl, Vers 6, iss nicht das Brot des Missgünstigen und sei nicht begierig auf seine Leckerbissen, denn wie ein Haar in seiner Kehle, so ist es. Iss und trink, sagt er zu dir, aber sein Herz ist nicht mit dir. Deinen Bissen, den du gegessen hast, den musst du ausspeien und vergeudet hast du deine freundlichen Worte. Eben hatten wir den Jähzornigen, jetzt haben wir den Missgünstigen. Wisst ihr, das Fleisch, ne, Paulus sagt in Galater 5, das Fleisch hat bestimmte Werke. Unser sündhaftes Wesen, unser gottloses Wesen zeigt bestimmte, sich in bestimmten Werken. Der eine ist jähzornig. Ne? Du bist vielleicht nicht jähzornig, du bist immer ganz ruhig. Und wenn du unter Druck gerätst, dann wirst du noch stiller. So geht es mir. Häufig, nicht immer, aber häufig. Ich tendiere eher dazu. Aber bei mir gibt es auch manchmal Jähzorn, das gibt es auch. Aber es gibt Menschen, die damit kein Problem haben mit Jähzorn. Aber sie haben etwas anderes. Sie sind nämlich immer neidisch. Sie vergleichen sich immer mit anderen. Und haben ein böses Auge, wie das so schön heißt. Sie sind missgünstig. Und wenn dich solch ein Mensch einlädt, auch da steckt was dahinter. Das ist nämlich nicht jemand, der dir was gönnt, sondern der macht dir ein leckeres Essen, auch weil er auch etwas im Schilde führt. Er möchte nämlich auch etwas zurückerhalten. Und da sagt Salomo, halt dich auch davon fern. Das ist wie ein Haar in der Kehle. Oh. Furchtbar. Und am Ende musst du es wieder ausspucken. Na? Was du gegessen, was du genossen hast. Da vergeudest du deine freundlichen Worte. Das sagt auch der nächste Vers, Vers 9. Zu den Ohren eines Toren rede nicht, denn er wird deine klugen Worte verachten. Wirf deine Perlen nicht vor die Säue. Das heißt nicht, dass wir nicht alle Menschen das Evangelium bringen sollen und sie einladen sollen, Kinder Gottes zu werden. Aber wisst ihr, wenn jemand sich nicht von dieser wunderbaren, frohen Botschaft begeistern lässt und von dieser Liebe berühren lässt, wisst ihr, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat? Wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht hinaus, schüttelt den Staub von euren Füßen und sagt, okay, wir haben euch das Evangelium gebracht, wir haben euch die frohe Botschaft gebracht. Jetzt gehen wir weiter. Genau, Vers 10 und 11. Verrücke nicht die uralten Grenzen und die Felder der Weisen dringen nicht ein, denn ihr Erlöser ist stark, er selbst wird ihren Rechtsstreit gegen dich führen. Und damit möchte ich schließen, er ist unser Erlöser. Wir können ihm vertrauen in allen Dingen, in den ganz schlicht und einfachen Wahrheiten und Weisheiten unseres Lebens, wie wir das hier gelesen haben, aber auch in den allergrößten Dingen und Zusammenhängen für unser Leben. Er ist unser Erlöser, er ist unser Retter, er ist unser Gott. Auf ihn können wir vertrauen in allen Lebenslagen. Amen.